ist dies ein relativ einfacher, komfortabler und im Nachhinein ein problemlos schnell heilender Eingriff. Falls allerdings die Patientin einige Risikofaktoren hat, kann dies auch für uns einige Risiken mit sich bringen. Was für Risiken wären dies? Es können Wunden entstehen. Die Genesung könnte länger dauern und dies würde den Prozess natürlich verzögern. Wenn wir davon sprechen, dass die Heilung 10 Tage dauert, dann wäre es in diesem Fall 3 bis 4 Wochen. Natürlich ist es vom Patienten abhängig, wie lange es dauern wird, aber das wird noch vorher besprochen.